Moin, moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Shadow of War hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht weiter und ja, wir sind hier in der Gebietsübersicht, denn es gibt eine Sache, die mich ja schon sehr, sehr lange ein bisschen stutzig gemacht hat und beschäftigt hat. Ich freue mich darauf. Hier sehen wir nochmal unser Gebiet Gorgoroth mit Grisha, die Krähe und unserer absolut krassen Festung mit vier Häuptlingen, unserer krassesten Festung, aber in Nurn, in unserem Anfangsgebiet. Da war noch was. Die beste Verteidigung. Und ich weiß nicht so recht, was das heißt. Aber ich weiß, dass wir endlich nach Nurn wieder zurückkehren werden. Und uns anschauen werden, was die beste Verteidigung nun heißt. Wir müssen noch einiges tun, wenn wir diese Festung wirklich verteidigen müssen. Denn das war unsere allererste Festung, die wir eingenommen haben. Ugakuga, das Mahnennest steht da noch als Oberherr, thront da noch. Und ja, wir müssen gucken, was genau wir verteidigen und wie wir verteidigen. Belagerungsverbesserungen, welche Perks wir nehmen. Ich weiß es nicht. Ach, nur in dieses unfassbar schöne Gebiet. Wo diese Reise angefangen hat. Was war das denn? Wir kommen hier hin und es eskaliert instant mit einem Grauk. Aber was war das für ein Grauk? Yo! Das ist kein normaler Grauk. What the hell bist du, mein Freund? Es gibt einen giftigen Grauk? Also, what the hell? Ist schlecht? Es gibt giftige Grauks? Also ich weiß ja, dass es diese Element-Grauks gibt, aber einen giftigen? Oh ja, gebrochen. Oh ja. Oh ja. Ich meine, ich hab irgendeinen Erfolg freigeschaltet. Den Cargo habe ich jetzt mal komplett gebrochen. X und A, um Gift zu speien. Ich meine, warum nicht mal mit einem giftigen Grauk hier rumlaufen? Oh, what the hell geht hier ab? Kann ich jetzt mal hier mit Gift speien? Yo, hier geht ja alles ab. Habe ich die alle komplett hops genommen? Ich weiß nicht, ob ich die komplett hops genommen habe, aber wer bist du? Ich reiß dem fetten Vieh die Eingeweide raus und stopf sie dir in den Hals! Tat's der Bote. Und wer bist du? Ur-Hakon. Ach, du bist Ur-Hakon, der Ghoul-Schlechter. Du reißt dem Vieh die Eingeweide raus und erzürnt durch Gift. Ah. Ja, der Bote mag mich anscheinend nicht. Habe ich nicht mehr so im Kopf, aber gut. Anscheinend mag er mich wirklich nicht. Ich brenne, was natürlich auch immer schlecht ist. Aber Tats der Bote ist auch noch feuerfest. Ja, ist ja auch ein legendärer Dude. Ich soll sterben? Nee, ich will mit meinem Graub mal ein bisschen. Also, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Lasst mich doch mal in Ruhe. Und warum gibt es hier so wenig Leute, die mir. Also, es ist meine Welt, es ist meine Festung. Kann ja keiner wissen, dass ich jetzt so einen Giftgrauk finde, ne? Ich lasse mich auch immer ablenken von dem Game. Ich weiß, aber so ein Giftgrauk, der ist absolut insane. So, wo ist denn dieser Punkt? Wo müssen wir hin? Hier ist auch noch eine Kanon-Mission anscheinend. Und Schatten beherrschen, freischalten. Und habe ich die Champions schon geschafft? Bin ein bisschen verwirrt, was hier abgeht. Kanon hat sich geopfert, damit Thagor zerstört wird, doch Zog ist noch da und der Wind verbreitet einen seltsamen Verwesungsgeruch. Kehre zum Kanon-Wald zurück und untersuche den Grund dafür. Okay. Vielleicht sollten wir das erstmal machen. Wir müssen zurück in den Wald von Kanon.
Sehen, was übrig ist und was wir tun können. Ja, das finde ich eine gute Idee. Gucken, was wir tun können. Ich meine, wir werden sicherlich irgendwas tun können. Aber was ist halt die Frage? Gestank im Wind. Sock der Ewige war's, ne? Behalte ich den Gift-Karagor jetzt, wenn ich mit dem in die Mission laufe? Das wäre cool. Ich kann nicht mit ihm in die Mission laufen. Das ist schade. Okay, Kanan hat sich geopfert. Gestank im Wind. Sock der Ewige. Was passiert hier? Du hast viel geopfert. Vor langer Zeit begraben wird Thargoroth von Karnen in Schicksalsschatten. Doch dann ward mein Wald zerstört, meine Brut vertrieben. Nun wieder sind Flammen gelöscht. Ertränkt im Eis. Und aus dem Verfall blüht Leben. Der Kreis ist ungebrochen. Da war ein Uruk in Gorgoroth. Dieser Sog. Fänger von Thargoroth, er. Todesamme. Erweckte Thargoroth, erweckte Orklinge. Ein Nekromant. Er ist nah. Orkmagie liegt in der Luft. Durchtrieben er. Hinterlistig erheben sich wie Flutwasser. Abschaum verderbt. Verderbt vom Tod. Sie kommen euch holen. Wir finden ihn und ehren dein Opfer. Das ist ein Versprechen. Bannet die Fäulnis oder macht sie zu Staub. Verdorben ist das Land. Verflucht ist der Schöpfer. Na, dann haben wir ja einen Auftrag. Holy moly, da gehen wir doch rein. Sorg der Ewige, wo bist du? Finde den Ursprung des Gestanks. Was machen wir? Irgendwo da. Er ist ein gepeinigtes Biest. Klinge zu Fleisch, auf das es ende. Abscheuliche Kreatur. Was zum Teufel ist das? All unsere Mühen waren vergebens, wenn Sauron die Toten erweckt. Dieser Sog kann nicht weit sein. Moment. Suche nach weiteren... Das sind jetzt wirklich Zombies? Sind das die Untoten, das von denen gesprochen wurde? Die lassen sich nicht einfach mit so einer Schattenhinrichtung killen? Mit so nein, lassen sie nicht. Okay, es gibt jetzt wirklich... Finde den Ursprung der Wiedergänger. Ja, Olokai jetzt auch noch? Warte mal. Dort. Wir müssen die Nekromanten-Totems reinwaschen. Ah. Und so setzen wir dem Ritual ein Ende. Wir müssen diese Plage auslöschen. Reinige das Nekromantentotem. Ich habe gedacht, es wäre eine Olokai gewesen. Nah und immer näher. Anscheinend haben wir jetzt auch noch Zombie-Orks.
die nicht instant gekillt werden können. So sehen wir uns wieder. Ich bin Sorg und ich habe dich lange beobachtet. Du bist die Inspiration für all das. Womit sollte man einen untoten Menschen besser bezwingen, als mit einer Legion untoter Orks? Sorg. Der Ewige. Entflammbar, kränklich, benommen durch Schleichen, immun gegen Fluch, das macht Sinn. Unerschütterlich, kann niemals gebrochen werden. Verfluchte Waffe, Nekromant. Bisschen schlechter. Ja, hallo Sorg. Was geht ab bei dir? Du hast einfach fucking Zombies? Habe ich das richtig hier jetzt in Erinnerung? Schattenangriffstötung? Ja, die Tötung, die keine Tötung ist. Oh, das ist alles ziemlich schlecht hier. Das ist alles schlecht. Ich bin verflucht. Sie sind meine Brüder. Kann ich das... Aua. Komm. Okay, wir haben es gereinigt. Du bekämpfst nicht uns, Waldläufer. Du bekämpfst die Zukunft. Die Toten beanspruchen Mordor für sich. Und nicht einmal du kannst uns aufhalten. Es kommt noch viel auf dich zu. Eliminiere die verbleibenden Feinde. Er haut einfach schon wieder ab. Wirklich? Er haut einfach wieder ab. Ich meine, die Untoten sind ja jetzt nicht schnell, ne? Aber sie sind stark. Ich kann ihn aufzehren. Kann ich auch Untote aufzehren? Jo, und sein Kopf ist geplatzt. Gestank im Wind. Das war's noch nicht. Dieser Sorg ist gefährlich. Seine Akolyten vielleicht noch mehr. Wir müssen sie aufspüren, wo auch immer sie sind. Ja. Vorratsraubzug. Schatten beherrschen. Kann ich das jetzt eigentlich schon machen? Ah ja, wir haben ja noch ein Schwert hier im letzten Part bekommen, was einfach weg kann. Holy moly. Gura, der Folterer, auch ewig nicht gesehen. Schatten beherrschen. Habe ich das nicht irgendwo? Kann ich das nicht jetzt hier irgendwo lernen? Grauk rufen. Unendliche Wut. Kann ich nicht hier irgendwo Schatten beherrschen machen? Ah, safe, oder? Ah, hier habe ich ja Friedfeinde zusätzlich ein, ne? Ja. Na komm, als wenn ich hier nirgendwo das Schatten aufsitzen habe. Eisenschuppen, Spinnenschwarm, Gefolgsleute erzürnen. Wasser von Lorien. Tödlicher Schlag. Key-Controller. Was geht ab? Na komm. Habe ich hier nicht das Schatten aufsitzen? Brutale Kräfte? Wellenschliff. Wenn ich das jetzt wieder nicht finde, ne? Schatten beherrschen, da. War es Schatten beherrschen? Oder Schatten aufsitzen? Ich glaube, es war Schatten aufsitzen, oder? Oder war es... Geisterhafter, purer Hass. Monsterjäger. Geistaufzehrung. Schlimmer als der Tod. Machtstoß. Rachsüchtige Aufzehrung. Mächtige Umkehrung. Geheime Macht. Ist es das gewesen? Schatten beherrschen? Alter Häuptling, der Trickser jetzt verfügbar. Okay, ja, ist es gewesen.
Dann hinder. Online-Eroberung möchte ich jetzt nicht machen. Wir machen noch die beste Verteidigung, keine Sorge. Ich will aber mal eben in die Festung dahin, weil dann haben wir nicht so einen weiten Weg. Keine Sorge, ich weiß, das war eigentlich der Plan. Aber Pläne ändern sich, wie man gesehen hat. Und Kanan war jetzt gerade wichtiger für mich. So, mach mal auf hier. In unserer ersten Festung. Ah, der Karago ist gefangen. Hier sind unsere Leute. Ja, das ist die Festung des Saufens, glaube ich. Das ist aber auch gut so. Hier wird nur gesoffen. Oh, wen haben wir da? Urheku. Der Narr, der hat ja für uns hier richtig hart in der Kampfesgrube gekämpft, ne? Jo. Der Narr ist hier. Gefangen genommener Olokai. Okay, da wird... Ja, gut. Macht ruhig. Talion, ich musste lange laufen, um dich zu finden. Du musstest lange laufen, um fertig zu sterben. Wirklich? Der Grogbrauer? Jetzt ist er hierhin wieder zurückgekehrt. War das nicht sein erstes... Nein, hier war er noch nicht, ne? Der will's wirklich wissen, oder? Der alte Dude. Ach, hier haben wir auch Akaro. Hier ist ja auch Bruce. Was auch immer es sich mit Bruce auf sich hat. Aber... Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Der Grogbrauer will's wissen. Aber ich will's nicht wissen. Von daher, laufen wir ruhig weiter hinterher, Bro. Alter Häuptling der Trickser, locke den Trickser hervor, indem du schleichend Schildträger tötest und beherrsche ihn dann. Das kriegen wir doch hin, hoffentlich. Schauen wir mal. Die meisten Orks sind tump. Doch der Trickser war umso cleverer. Als wir gegen Sauron marschierten, war ein Häuptling mit solcher List eine wahrlich wertvolle Waffe. Locke den Häuptling bevor die Zeit abläuft. Schleiche und töte Schildträger. Das kriegen wir auch hin. Eins. Zwei. Da war es nur ein... Nein, das waren zwei Schleichtötungen. Perfekt. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich weiß, da haben wir noch die Schattenbeherrschung. Komm, hinter. Damit wir den noch killen können. Das schaffe ich doch easy in 2 Minuten, ne? So, ja, geht mir mal nicht auf den Sack. Ich muss nämlich schleichen und töten. Und nicht das, was ich hier gerade mache. Eskalieren und töten, sondern schleichen und töten. Moin. Das war jetzt auch nicht schleichen, aber... Ja, easy. Schon, geheimnisvoller Fremder. Komm heraus aus dem Schatten. Trau dich. Der hat Giftfein, fürchtet sich vor dem Festnageln, ist giftfest und stets auf der Hut. Schnelle Auffassungsgabe, es ist schlecht. Köder, vergiftete Waffe, Giftminen. Bomben. Ja, das ist schon mal schlecht. Der Trickser scheint hart zu sein. Schattenbeherrsche Mock den Trickser. Wie geht denn diese Schattenbeherrschen eigentlich? Kann ich das mal eben kurz eruieren, wie das geht? Achso, diese Bodenaufzehrung will ich eigentlich gar nicht mehr haben. Wo hatte ich das? Schattenbeherrschen. Ah, um ihn sofort zu beherrschen, kann ich das sofort machen? Warte mal, kann ich das instant machen? Und wen hat er denn da alles? Fubar. Fubar, den Bergrüttler? Ja. Und wen hat er da noch? Nee, Mock will ich jetzt nicht. Wen hat er da noch? Borg. Borg, der Verrückteste. Das ist ja schon mal ein schöner Name. Kann ich den jetzt einfach Schatten beherrschen? Also kann ich jetzt
das machen? Nein. Endlich treffen wir uns. Und du erfüllst meine Erwartungen. Ja. Zieh deine glänzenden Waffen. Komm schon. Ich zerschmettere sie alle. Der Bergrückler. Ah, belastend. Der hat die Sprungblockade. Da sind die ganzen Boys jetzt. Die natürlich hardcore nerven. Also diese ganzen Imitate. Diese Fake-Mocks. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wer der Richtige ist. Das ist schlecht. Ah, jetzt gab es gut Damage hier. Okay, ich glaube, ich weiß, wo der Richtige ist. Und zwar hier. Weil der hat gefühlt gar kein Damage gerade bekommen. Krass, dass sie aber auch trotzdem diese Skills haben von ihm. Oh, gib mal... Ja, gib mal schön Macht, mein Freund. Ja, die Sprungblockade wollte ich auch gar nicht gegen dich einsetzen. Sondern hier schön meinen Hinrichtungsangriff. Oh, jetzt geht's mir aber auch gleich gar nicht mehr so gut. Au, 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 au. Seine Leibwachen sind stark, wenn ich das so sagen darf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm mal her. Habe ich hier irgendwas, was ich aufzehren kann für Gesundheit? Aua. Ich brauche mal eine Ratte oder so. Hier. Komm mal her. Danke. So, wo ist der Trickser? Da ist der Trickser. Noch habe ich ihn nicht gebrochen. Oh, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Das ist natürlich belastend wieder. Wenn ich dieses Schatten beherrschen, wenn ich mal machen kann. Muss ich ihm noch ein paar Headshots geben hier? Oder ein paar normale Shots? Jetzt bin ich vergiftet auch noch. Das ist schlecht. Vergiften ist richtig schlecht. Jetzt bin ich echt verdammt langsam. Okay, das war gut. Oder es war okay, sagen wir es mal so. Gib mir mal ein bisschen von deiner Gesundheit. So, Trickser. Was du wolle. Komm jetzt her. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich brauche Pfeile. Ganz schnell brauche ich neue Pfeile. Oh, mein Fokus jetzt verbraucht. Mein Fokus ist leider sehr stark aufgebraucht. Da oben sind Pfeile, das ist gut. Okay, ich verbrauche auch meinen Fokus gerade ein bisschen weiter. So. Und jetzt kann ich doch das Schattenbeherrschen machen, oder? Schattenbeherrsche Mog. Okay, das ist insane. Ah, es ist mir eine Ehre. Ja. Ja, ja. Und das war Gold. Und das war nice. Der Trickser gehört unserer Armee. Der Trickser nutzte seine Gerissenheit um ihrer selbst willen. Gelegentlich zu meinem Verdruss, doch oft zu meinen Gunsten. Und letztendlich ließ er sich ebenso manipulieren wie jeder andere Ork. Schackbutz. Den ganzen Tag töten und nachts, Gork. Ermüdet dich das auf Dauer nicht? Es müde sein? Ich könnte mir kein besseres Leben wünschen. Voll grad mein, was soll er denn da ermüden? Es gibt doch nichts Schöneres. Was soll das denn heißen? Horza Glückspilz, ja, nee. So, der Trickser, der alte Trickser, das haben wir nun auch. So. Wo war denn das Schattenbeherrschen und was hatte ich vorher? Das hatte ich vorher. Die Schattenkette. Ja, die Kette ist nice. Mal gucken, ob wir das Beherrschen auch einsetzen können. Ja. Ich möchte jetzt erstmal diese beste Verteidigung mir angucken. Ich fürchte, dafür müssen wir unsere Festung ein bisschen upgraden. Aber ich will zumindest mal gucken, was da abgeht.
Ich glaube nämlich, dass wir da einiges für tun müssen. Hallo Leute. So, was müssen wir hier machen? Dir gehört die Region Nuan, doch für wie lange? Saruns Herr bereitet einen Angriff auf deine Festung vor, um die Region zurückzuerobern. Sie muss verteidigt werden. Okay, das heißt, ich habe den Auftrag jetzt mal nicht gestartet. Oh wei, ich glaube, wir müssen da aber mal einiges tun, oder? Was haben wir jetzt hier? Mhm. Okay, okay. Timon, 7.500, 3.000. Holy moly. Jägerhorde, feurige Belagerungsbestien. 900, 1.000. 1.050. Okay. Haben wir hier noch Gefolgsmänner, die wir da reinsetzen können? Ja. Den Nahen. Und Akaro. Feuerschützen, Fernbogenschützen. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Oh Gott, das ist alles so teuer. Kriegskaragor. Mhm. Okay. Ja, Karagors, komm. Hier haben wir die feurigen Belagerungsbestien. Da haben wir den Jägerhort. Und hier haben wir noch... Die verstärkten Steinmauer machen wir hier noch. So, jetzt haben wir das schon mal gemacht. Jetzt müssen wir unsere Leute nur hochskillen, ne? Wieso kann ich die jetzt doch schon Festung verbessern? Okay. Kann ich doch machen? Aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht, oder? Ich meine, ich verliere hier mein ganzes Geld, aber ich weiß auch nicht, was die beste Verteidigung macht. Ich muss dann eh noch jemanden beherrschen. Weil ich kann da ja gar keinen mehr reinsetzen. Wen möchte ich denn da beherrschen dann? Die gute alte Sabberlippe? Der Köpfer? Der Ghoulschlechter? Der Grogbauer wäre natürlich absolut witzig. Aber den möchte ich noch ein bisschen weiter mit auf Reise nehmen. Der Trickser! Was kann er denn hier? Leichtes Ziel für Fernkampfangriffe. Feuerfest. Ja, wollen wir uns den Boten holen? Ich meine, wir haben die krasseste Festung hier überhaupt jetzt gerade kreiert. Gefühlt auch kein Geld mehr. Wir müssen auch unfassbar viele Leute noch hochpushen, bevor ich die Verteidigung mache. Also ich möchte die zumindest auf unsere Stufe bringen. Aber... Ja. Ne, ihr wisst ja, wie es ist. It is what it is. Und Geldfarmen, das kriegen wir ja eh hin, ne? Also das läuft ja nebenbei. Der Bote. Tarz der Bote, den möchte ich mir holen. Holy moly, bin ich da gerade über diesen Berg gejumpt. Da ist noch ein krasses Juwel. Ja, ich glaube, du zermalmst ihn überhaupt nicht. Wieso kann ich das nicht machen? Ach so, ich habe ja gerade keinen normalen Gefolgsmann. Stimmt. Ich habe die ja alle in der Festung hier in Nuan. Das ist ja das Witzige. Aua. Da gibt der mir einfach hier Damage. Die Olok heißt hier. Meine Olok heißt. Mein Ghoulschlechter ist natürlich auch cool.
Aber er ist nicht legendär. Ja, wir könnten ihn natürlich krass machen, ja, absolut korrekt. Aber nö. Wo ist denn der Bote? Wo soll der? Ist der nicht hier irgendwo? War der nicht hier immer? Da. Tarts. Leichtes Ziel für Fernkampfangriffe und er ist feuerfest. Das heißt, Tarts, was geht ab? Der Bote. Legendärer Hauptmann. Eieiei, hier sind jetzt aber viele Leute. Und ein Grauk, übrigens, ne? Ich hab den Grauk mal freigelassen. Der Karagor stört mich gerade ein bisschen. Oh, warte mal. Yo. Der Karagor stört mich gar nicht mehr. Oh. Ja, der Bote denkt sich, nee. Karagor, nein, nein. Nee, mag ich nicht so. Hab euch mal alle eingefroren. So, rauf auf den Boten. Ich meine, so viel Leben dürfte er ja auch nicht haben. Er ist Level 21, auch wenn er legendär ist. Oh, jetzt kommt der Ghoul-Freund. Ja. Perfekt. Danke. Danke, Ghoul-Schlechter, meine ich. Nicht Ghoul-Freund, oder? Ist der Ghoul-Freund, Ghoul-Schlechter? Ich diene dem hellen Herrscher. Rückzug. Wie du befiehlst, heller Herrscher. Ciao. Aber er ist auch cool. Warum machen wir hier nicht mal... Au. Au, au, au. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Kann ich mir Pfeile holen? Ja. Hier sind Pfeile. Oh, warte mal. Ist natürlich schlecht jetzt hier für die Leute und für den Karagor. Aber der macht mit uns keine Cutscene. Also so einen coolen Spruch wie bin der krasseste. Habt ihr den Grauk eigentlich gekillt? Hast du den Grauk gekillt, Boy? Alter, dann ist der ja wirklich krass. Ach, diese Fernkämpfer immer. Wollte ich den gerade festnageln. Au, 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 mir geht's gar nicht gut. Die Fernkämpfer, oh, diese Speerwerfer, ne? Das ist die nervigste Klasse im Spiel. Also die krasse, die nervigsten Gegner, wirklich. Oh, mir geht's nicht mehr gut. Feuerfest, ja. Ich weiß, für wen ich kämpfe und warum. Und du? Wieso ist er jetzt die schwarze... Was ist er? Urhakon. Was stand denn da gerade mit schwarze Ulme? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso hat er einen neuen Titel erhalten? Hat er doch gar nicht. Ja, sei mal mein Boy. Ich schwöre, dir zu dienen. Ach, war er mal die schwarze Ulme? Und ist dann der Ghoul-Schlechter geworden? Interesting. Wie du wünschst. So, mir ging es jetzt eigentlich nur darum, ihn einfach mal zu rekrutieren, damit wir hier irgendwie mal eine Leibwache wieder haben. Und dann machen wir mal eine Schnellreise. Dann setzen wir den Boden nochmal da rein, oder? In unsere Festung. Denn... Oh, und wir müssen unsere Leute hochpushen. Das haben wir ja nicht umsonst freigeschaltet. Komm mal rein hier, Bote. Ich meine, wir könnten auch noch einen Olokai hier reinsetzen. So, Feuerminen oder Giftminen? Ich mach mal Giftminen. So, und jetzt kann ich hier... Erstmal bist du jetzt meine neue Leibwache. Urhakon Ghoul-Schlechter. Ey, war früher die schwarze Ulme. Ich glaube, ich kann mich sogar an den Namen erinnern, die schwarze Ulme. Urdag. Urdag, der Schädelbrecher, den wir ja irgendwie out of nowhere bekommen haben. Ich push die jetzt einfach nochmal auf Level. Auf unser Level. Urdag. Habe ich dafür überhaupt genug Kohle?
Gott, ich glaube, ich kann die gar nicht alle auf unser Level pushen. Urdag. Das Geld habe ich gar nicht. Dann bringe ich die so alle auf mittleren Level. Also, ja. Oh, what the hell? Ich muss Geld farmen. Skark. Ich merke gerade, dass ich Geld farmen muss, höchstwahrscheinlich. Ich weiß aber auch nicht, was hier gleich abgeht. Die beste Verteidigung. Ich meine, ich kann auch einfach sagen, befehligen. Nee, ich kann den gar nicht befehligen, ne? Ja, ich könnte die alle da unten reinsetzen und so hochleveln. Ich meine, ich könnte Guda. Ich könnte die. Ey. Chill. Leute. Ja, degradiert. Sorry, aber. Ich kann euch jetzt sagen: Töte. Den Schmuggler. Überfall, ja. Kann ich sagen. Und ich kann sagen, Gura, töte das Adlerauge. Kontrollpunkt Raubzug. Und ich kann sagen, Schädelbrecher. Aber so steigen die halt auch Level auf, ne? Ich kann sagen, geh auf den Disziplinmeister. Leute. Ich würde sagen, das machen wir, aber im nächsten Part. Und ich muss Geld farmen. Ich muss Geld farmen. Und dann werden wir auch irgendwann diese Verteidigung machen. Ich bin sehr gespannt. Ach, das ist unsere Leibwache jetzt. Guck mal. Urhakon. Da ist der Ghoul-Schlechter jetzt. Sehr nice. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir werden ein paar Aufträge im nächsten Part machen, damit unsere Leute aufsteigen. Und dann werden wir diese Festung verteidigen. Wie das aussehen wird, kein Schimmer. Aber wir werden es tun. Bis dahin, Leute. Haut rein. Und ciao.